So, Hallöchen, hier ist Laura und es geht heute Schlag auf Schlag. Eben war die Antje noch live und jetzt bin ich schon hier und es geht weiter mit Lauras Woche, immer donnerstags um 12. Ja, wer von euch war denn eben in der Live-Show bei Antje noch dabei? Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Sie war ja in Elztal in der Wetterwelt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir mal gerne rein. Bin ganz gespannt, wie das da aussah. Genau, jetzt kommen schon die ersten wieder rein. Hallo Niki! Genau, sind wieder ein paar bekannte Gesichter dabei. Einige von euch sieht man ja fast in jeder Live-Show. Finde ich richtig toll. Hanna war dabei. Genau, wie hat es euch gefallen? Sehr interessant, sagt Hanna. Ja, die Wetterwelt wird ja gerade da in Elztal gebaut und der fliegende Regenschirm. Ich habe schon ein paar Videos gesehen. Also ich finde es richtig spektakulär und ich will unbedingt mal hinfahren und auch eine Runde mit dem Fahrgeschäft drehen. Genau, Ralf sagt auch, er war dabei und es war schön. Niki sagt, es sah gut aus. Das freut uns auf jeden Fall, dass es so gut angekommen ist. Ja, es geht weiter mit Lauras Woche. Bei Karls passiert ja immer ganz viel in einer Woche. Ja, unser Redaktionsplan ist voll. Wir haben lauter Ideen im Kopf, die natürlich alle umgesetzt werden wollen. Und falls ihr euch wundert, wer das hier ist, ich habe mir heute ein bisschen Unterstützung von meinem Lieblingsplüschtier bei Karls besorgt. Das ist der liebe Knolli. Und Knolli, den könnt ihr bei uns natürlich erwerben im Onlineshop oder hier vor Ort. Der kostet nur 8,99 € und ich finde ihn so, so kuschelig und echt niedlich mit diesen rosa Wänkchen. Also der begleitet mich heute in meiner Show, den stelle ich mir mal hier hin. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Es wird hier im Hintergrund ein bisschen noch gebaut und die Bonbons werden gemacht. Ich bin quasi wieder im Bonbonland, wo die ganzen Fahrgeschäfte sind. Der Ralf sagt gerade, der Kollegin wurde schlecht beim Fahren. Oh, ja, es dreht sich ja auch ganz schön, das Fahrgeschäft. Ich bin mit Erik ja mal in der Drops-Trommel hier gewesen und es ist ja nicht zu unterschätzen, so ein Gedreher. Genau, Damian sagt, Erik und Antje haben eine Runde gedreht. Und Maria sagt, nur Erik hat kaum eine Chance auszurücken. Ja, die beiden quatschen beide ganz schön viel. Und Antje ist natürlich ihre Show, die möchte natürlich auch zu Wort kommen. Aber der Erik hat natürlich ganz viel Hintergrundwissen, was er natürlich auch an euch weitergeben möchte. Die werden sich schon einig, glaube ich. Niki sagt gerade, ich soll die Fahrgeschäfte zeigen. Gut, dann mache ich das gleich mal. Wenn wir schon hier oben sind, dann zeige ich euch einmal, wie die Fahrgeschäfte aussehen. Ja, was möchte ich euch heute zeigen? Also ich habe euch zwei Aktionen mitgebracht, die wir gerade bei Facebook und Instagram gepostet haben, wo ihr mitmachen könnt. Die werde ich euch einmal zeigen. Dann habe ich euch ja letzte Woche schon geteasert, dass unser Karls-Kugelschreiber ganz berühmt wurde und im deutschen Fernsehen zu sehen war. Das TikTok dazu ist auch schon online und ist wieder ganz gut angekommen mit 150 Zuschauern. 150 Zuschauern, 150.000 Zuschauern. 150 wäre ein bisschen traurig. Und genau, das werde ich euch zeigen. Ich zeige euch noch, wenn ich schon mal hier bei den Bonbons sitze, beziehungsweise höre, wie sie im Hintergrund gemacht werden, möchte ich euch meine Lieblingssorten zeigen. Ich war nämlich gestern bei der lieben Antje. Antje und Erik schreiben auch gerade viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Plan eurer Shows. Genau, ich war bei der lieben Antje zu Gast, war auch mein erster, nee, es war gar nicht mein erster Gastauftritt in der Live-Show. Ich war auch schon bei der Steffi im Unboxing, aber gestern war das erste Mal für mich, dass ich auch so richtig interviewt wurde von Antje. Genau, wir haben nämlich über TikTok gesprochen und was bei uns so in der Social-Media-Welt abgeht. Und ich zeige euch ja in meiner Show immer, welche TikToks bei uns so viral gegangen sind, welche ganz gut angekommen sind und welche TikToks auch uns gut gefallen haben. Das werden wir auf jeden Fall wieder machen, denn heute möchte ich euch ja verraten, wie Karlchen bei TikTok berühmt geworden ist. Ich kann euch nämlich auch zeigen, wir haben gestern mit Karlchen live in der Show ein TikTok aufgenommen. Das Ergebnis zeige ich euch schon, es ist noch nicht gepostet, also ihr seid die Ersten, die es dann seht. Tracy sagt Laura nicht so weit ins Wasser, ja den Spruch, den, oh, den kann ich auch schon nicht mehr hören. Okay, ich mache jetzt mal zum Anfang, hatte Niki sich gewünscht, einen kleinen Schwenk zu den Fahrgeschäften. Da drehe ich einmal die Kamera um und nehme das ganze Gerüst hier mit. So,
muss ich hier einmal aufstehen. Und dann fangen wir mal hier vorne an. Der Kesselflieger. Wer von euch war denn schon mal bei uns in Rövershagen, hier im Bonbonland, und ist mit den Geschäften gefahren? Das würde mich mal interessieren. Wer ist denn zum Beispiel schon mal im Kesselflieger gewesen? Das schwingt ja so hin und her. Und es überschlägt sich nicht, aber es dreht sich ja in sich nochmal. Und dann ja, schwingt es quasi so ganz crazy hin und her. Noch sind ja die Fahrgeschäfte leider zu. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr bald auch wieder schreiend und lachend hier in unseren Fahrgeschäften drin sitzt. Niki ist auf jeden Fall schon mit allen Geschäften gefahren. Mia ist auch gefahren, sehr cool. Kommst du im August wieder? Ja, da ist vielleicht die Hoffnung, dass du wirklich damit fahren kannst. Das wäre natürlich mega, mega cool. So, hier seht ihr die Kulisse von der Show gestern. Die findet ihr natürlich auch wieder in der Mediathek. Antje hinter den Kulissen im Gespräch mit mir, mit Laura. Und hier ist nochmal die Story von unserem Weltrekord mit den Kaffeekannen. Denn das Geschäft heißt ja Kaffeekann Express und das ist eine Achterbahn. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das jetzt am dümmsten zeigen soll, weil hier ist ja alles geschlossen. Genau, hier würdet ihr dann quasi reinkommen. Da im Hintergrund seht ihr die Bahn und die fährt ja hier oben einmal so komplett rum. Ich drehe mal kurz die Kamera. Ich bin auch schon mal mit dem Kaffeekann Express gefahren mit meiner Mama, meiner Cousine und ihrem Sohn. Und wir haben uns totgelacht. Also das war so eigentlich ein bisschen Lachen vor Panik, aber es war so lustig. Und wir haben uns dann auch gleich das Foto mitgenommen, was man hier bekommt. Das war super lustig. Also das kann ich nur jedem empfehlen, damit mal eine Runde zu fahren. Ich will euch einmal zeigen, wo die Bahn hier noch lang fährt. Ich drehe mal wieder um. Genau, und hier geht es dann über dem Untergeschoss quasi weiter. Hier ein paar steile Kurven. Richtig, also es war richtig lustig. Es ist schon ein Weilchen her, dass wir gefahren sind, aber ich habe das immer in Erinnerung, wenn ich das hier sehe, wie wir uns da einen abgelacht haben und dann auch das Foto gleich mitgenommen haben. Ja, Kesselflieger ist toll, sagt Hanna. Den bin ich noch nicht gefahren. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, sag mal, ist der doll schlimm? Also vielleicht habt ihr einen Vergleich zu Kaffeekann Express und Kesselflieger. Also ich weiß nicht. Ich bin immer so ein bisschen Schisser und dann ist es am Ende doch nicht so schlimm. Mayas wilde Schwestern steht ja auch in den Startlöchern. Soll ja auch bald aufmachen. Eigentlich muss ich eine Runde mitfahren, weil wir würden gerne so ein On-Ride-Video machen, wie Steffi und ich damit fahren. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass es sich automatisch überschlägt, wenn ich gar keine Überschläge machen möchte. Ihr könnt ja selber bestimmen, ob ihr da einen Überschlag macht. Weiß ich nicht. Angeblich ist ja die Fahrt ganz ruhig, sagt Thomas immer, unser Themendesigner. Zu Mayas wilde Schwestern habe ich gleich noch eine Aktion für euch. Jetzt zeige ich euch nur noch mal das dritte Fahrgeschäft im Bunde, die Drops-Trommel. Ich glaube, die Drops-Trommel ist schon ganz berühmt. Erik hatte hier schon seine Live-Show drin, hat sich totgelacht. Zeige ich euch sonst gleich auch nochmal das TikTok dazu. Das haben wir nämlich schön ausgeschnitten, dieses Lachen von ihm. Das kennt ja jeder. Das berühmteste Lachen oder die verrückteste Lache bei Karls Live. Ich gehe jetzt mal wieder zurück zu mir. Und Erik und ich haben auch zusammen schon mal eins da gemacht und dann war uns richtig dolle schwindelig. So, ich versuche euch mal wieder hier hinzustellen. So, jetzt muss ich mal gucken, was ihr geschrieben habt, ob die Fahrgeschäfte denn so gefährlich sind. Also Hanna sagt, der Kesselflieger ist toll und Niki sagt, nee, Kesselflieger macht sehr viel Spaß, ist aber nicht schlimm. Gut, auf euren Rat hin werde ich dann wohl mal eine Runde drehen müssen. Also vielleicht frage ich auch mal Erik, ob wir mal nach Feierabend eine Runde drehen. Noch ist ja nicht geöffnet. Ansonsten muss ich das wohl mal machen, wenn es wieder geöffnet ist. Genau, Niki sagt, einfach Flügel gerade halten, dann überschlägt man sich nicht. Ja, so ist der Plan. Ich weiß noch nicht, ob ich daran so wirklich glauben kann. Also, ich hoffe es wirklich. So, Mayas wilde Schwestern habe ich schon angesprochen. Genau,
Der Starttermin soll ja ungefähr, naja, erst der 4. ist angepeilt. Aber wir warten natürlich noch, dass wir euch dann auch in den Fahrgeschäften sehen dürfen. Ne? Also wenn wir es dann aufmachen und keiner sitzt drin, nur die Mitarbeiter irgendwie, ist das auch ein bisschen traurig. Aber es geht auf jeden Fall bald los. Und es gibt einen ganz tollen Kassenbereich, der auch gleichzeitig ein Shop ist. Und das wahrscheinlich größte Wildbienenhotel der Welt werden soll. Und damit die Wildbienen dort auch ein Zuhause finden und ihre Eier ableben können, brauchen wir eure Unterstützung. Und zwar suchen wir Konservendosen von so handelsüblichen Suppen und Gemüsedosen, die ihr einfach auswaschen könnt. Ihr könnt auch das Etikett dran lassen, das ist nicht so schlimm. Und die müssten dann mit so Pflanzenstielen ausgestattet werden, sodass man, wenn man es über den Kopf hält, nichts mehr rausfällt. Also ganz eng zusammen. Und das kann von Chinaschilf, Pampasgras, Bambusstäbchen sein. Die müssen so einen Durchmesser von 3 bis 10 mm haben. Und ungefähr, ja, sagen wir mal so 12 bis 14 mm lang sein. Die Zentimeter sind das. Genau, also gucken dann so ein bisschen über der Dose raus. Und die könnt ihr an der Information in Rövershagen abgeben. Aber ich habe gestern auch extra nochmal nachgefragt, weil ganz viele wissen wollten, ob sie es zum Beispiel auch in Elztal abgeben können oder in den anderen Erlebnisdörfern. Also ich habe das Go bekommen, euch zu sagen, ihr könnt es gerne auch da abgeben. Dann wird das mit unserer internen Post nach Rövershagen zu uns weitergeleitet. Also entweder kommt ihr persönlich in Rövershagen vorbei und gebt das an der Info ab oder ihr gebt es in eurem Erlebnisdorf in der Nähe ab. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, wo ihr gerade zuschaut oder beziehungsweise was ist euer Stamm-Karls, sag ich jetzt mal. Geht ihr immer zu Karls in Rövershagen oder nach Zirkow, Elztal? Wir haben ja ganz viele Standorte. Würde mich mal interessieren, wo ihr herkommt und in welchem Karls ihr immer unterwegs seid. Genau. Also, wie gesagt, handelsübliche Konservendose, Pflanzenstängel reinmachen. Wir haben auch ganz liebe Kommentare bekommen, dass man die Pflanzenstängel ein bisschen abschleifen soll. Also wer da ein Händchen für hat und das richtige Equipment, kann das ruhig machen. Ansonsten suchen sich die Wildbienen aber auch die passenden Pflanzenstiele aus, wo sie dann quasi reinfliegen und ihre Eier ablegen können. Genau, und das wollen wir dann natürlich in dem Shop, beziehungsweise was gleichzeitig ja ein Wildbienenhotel ist, mit verarbeiten und brauchen dafür ganz, ganz viele solche Dosen. Und es gibt sogar dann eine Tafel, wo euer Name draufsteht. Wer quasi eine Dose abgegeben hat, kann die gerne beschriften oder genau, ihr könnt sie auch per Post schicken, dann haben wir euren Namen ja auf jeden Fall auch. Und dann kommt ihr auf so eine Tafel, wo drauf steht, wer eine Dose abgegeben hat. Und dann seid ihr dort quasi verewigt im, ja, vielleicht größten Wildbienenhotel der Welt. Ich guck mal, wer jetzt geschrieben hat, wo ihr so herkommt. Niki kommt aus Oberfranken, gar keine in der Nähe. Aber du kannst uns das gerne per Post senden, wenn du möchtest. Also wenn du mitmachen willst, kannst du uns gerne nach Rövershagen dein Wildbienenhotel schicken, beziehungsweise deine Dose mit den Pflanzenstängeln. Die Adresse findest du auf jeden Fall online und dann schreibst du einfach dazu zu Händen von Thomas und dann noch Mayas wilde Schwestern. Dann kommt es auf jeden Fall bei unserem Themendesigner Thomas an. Den hatte die Antje jetzt muss ich überlegen, Dienstag, glaube ich, in ihrer Show. Das könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Da hat Thomas ganz viel über Mayas wilde Schwestern und seine Arbeit hier berichtet. Das war wirklich super, super interessant. Wen das interessiert, der kann da gerne noch mal reinschauen. Bummelfrosch ist auch ein süßer Name, ist immer in Elztal. Und Sarah war schon in jedem und ist jetzt leider in Dresden. Ja, also wie gesagt, wer gar keine in der Nähe hat momentan, kann uns das gerne per Post zuschicken. Noch eine Aktion, wir haben wirklich gerade ganz, ganz viel, was wir an Aktionen planen. Und obwohl Frühling ist, sind wir schon im Kopf bei der Planung natürlich für den nächsten Erlebniswinter. Und vielleicht habt ihr es schon gelesen, wir suchen Essteller. Und zwar nicht 1, 2, 3, 4, 5 Stück, sondern 5.000. Wir brauchen 5.000 Essteller für eine neue Attraktion im nächsten Winter. Ich darf noch nicht so viel verraten. Die Teller werden aber auch an allen Standorten dann gebraucht. Also ihr könnt die Teller an jedem Erlebnisdorf abgeben.
Außer Warnemünde und Lobok sind ja auch keine Erlebnisdörfer, aber da dürft ihr sie oder könnt ihr sie leider nicht abgeben. Aber in Elztal, Warnsdorf, Zirkow, Koserow und Rövershagen könnt ihr die an der Information abgeben. Wichtig ist nur, dass es wirklich ein Essteller ist und nicht so ein ganz kleiner Frühstücksteller oder eine Untertasse oder ein Kuchenteller. Das geht leider nicht. Und es darf auch nicht aus Emaille oder irgendwie Plastik sein. Die müssen zerbrechlich sein. Also so Keramik, Porzellan wäre wirklich ideal. Und heil sollten sie sein. Genau. 5000 Teller und soll nicht umsonst sein, wenn ihr 10 Teller gleichzeitig abgebt, bekommt ihr ein Glas Erdbeertraum. Also könnt ihr eure Schränke ausmisten. Vielleicht braucht ihr noch neues Geschirr. Ich habe mir auch gerade letztens neues Geschirr gekauft und werde auch meine alten Teller aussortieren und hier abgeben. Dann gibt es nämlich ein Glas Erdbeertraum von uns geschenkt. Ich schau mal kurz. Genau, also den Versand müsst ihr einmal selber bezahlen, hatte Niki gesagt. Genau, die müsstet ihr einmal selber übernehmen, wenn ihr die Bienenhotels zu uns schickt. Und die Teller werden dann nur für die Attraktion im Winter benutzt. Ihr wisst dann auch, warum sie nur für diese Attraktion benutzt werden können. Es wird auf jeden Fall etwas, was ihr so noch nie gesehen habt. Also es wird wirklich mega cool. Unsere Teamleiterin Nadja hat uns so ein bisschen was erzählt, was damit passiert. Es ist ganz, ganz cool und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir diese Anzahl an Tellern zusammenbekommen. Und wie gesagt, ihr bekommt ein Glas Erdbeertraum, wenn ihr 10 Teller zusammen abgibt. Sarah fragt, in welchem Erlebnisdorf bist du? Ich bin in Rövershagen. Genau, das Bonbonland hier in Rövershagen. Und ich drehe und arbeite hier in Rövershagen bei Rostock. Guti, das waren unsere Aktionen. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen in die TikTok-Welt eintauchen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben ein Video zum Kesselflieger, das zeige ich euch einmal. Es gibt bei TikTok nämlich so einen Trend, da gibt es so einen Sound, da regelt man sich erst so ein bisschen im Türrahmen und dann denken alle, gleich kommt was ganz, ganz Tolles. Und dann zack, ändert sich der Beat und dann passiert eine kleine Überraschung. Welche Überraschung wir hier haben, das zeige ich euch mal. Und zwar durfte der Erik für mich vor der Kamera stehen. Und das zeige ich euch einmal. Ich zeige es euch mal so in die Kamera. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Put your head on my shoulder. Ja, da war der Erik dann plötzlich im Kesselflieger und nicht irgendwie noch im Türrahmen hat er sich geregelt. Und die Bonbon... Quatsch, bei uns heißt es Dropstrommel. Die Dropstrommel, die Lache von Erik, ihr kennt sie bestimmt alle. Zeige ich euch einmal. Also wir, wenn wir schlechte Laune im Büro haben, dann brauche ich eigentlich nur dieses Video einmal anmachen und alle kriegen plötzlich ein Grinsen auf ihr Gesicht. Also wir haben auch schon überlegt, ob wir uns das mal als Klingelton einstellen. Vielleicht auch speziell, wenn Erik anruft. Ja, wie findet ihr die Lache? Also habt ihr auch so eine verrückte Lache? Kennt ihr jemanden, der auch so herzhaft, herzhaft sagt man, so herzhaft lachen kann? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Also es ist immer wieder lustig, wenn man Erik lachen hört. Das zweite Video in der Dropstrommel, das war mit Erik und mir, das zeige ich euch mal. Da ist uns nämlich ein bisschen schwindelig geworden. Genau, man konnte... Ich weiß nicht, ob man den Text lesen konnte. Also einmal war ich gefilmt, da stand dann die Kollegin, die keine Karussells mag. Und bei Erik stand der Kollege, der Achterbahn und Karussells über alles liebt. Aber beiden wird total schwindelig, wenn sie Dropstrommel fahren und fallen fast um. Also wir sind dann richtig rausgetorkelt. Genau, das war das TikTok so zu der Dropstrommel. Genau, Sabina sagt, die Lache ist so ansteckend. Ja, wie gesagt, also... Im Büro habe ich es aus Versehen ab und zu mal angemacht, das TikTok. Und sofort alle haben sie gekichert, weil ja, Eriks Lache ist einfach wirklich ansteckend. So, wir bleiben mal kurz bei TikTok. Denn ich habe euch ja letzte Woche gesagt, dass dieser Kugelschreiber von Karls
es ins Fernsehen geschafft hat, und zwar genauer gesagt zu Germany's Next Topmodel. Und ja, sage und schreibe 162.000 Leute haben sich das Video schon angeguckt. Wir haben es nämlich abgefilmt, als wir ihn gesehen haben. Ich zeige ich euch mal. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Nochmal, falls es zu kurz war. Genau, also wir haben dazu geschrieben, habt ihr es gesehen, ein echter Karlskulli bei Germany's Next Topmodel. Ja, der ist da in der Villa gelandet und den haben ganz viele von uns gesehen und der war echt auch nicht zu übersehen. Und ganz viele haben dann auch bei TikTok geschrieben, ja, ich habe es auch gesehen, und haben zum Beispiel eine Freundin markiert und haben gesagt, ja, ich habe es doch gesagt, das war ein Karlskugelschreiber. Ich habe ihn euch auch unten in den Warenkorb gepackt, also... ich habe, als ich hier bei meinem Assessment Center war, von der lieben Ulrike einen Strauß, einen Kugelschreiberstrauß quasi bekommen. Den rosa habe ich meiner Mama geschenkt, die mag nämlich rosa ganz gerne. Die schreibt jetzt immer mit dem rosa Kugelschreiber. Es gibt den auch noch in schwarz, in gelb und in rot. Mit dem schreibe ich jetzt immer im Büro. Wir benutzen den alle bei Karls. Weil der schreibt echt gut und das schreiben uns auch die Fans immer. Das ist der beste Kugelschreiber, den es gibt. Und der kostet nur 1 Euro. Es ist, der ist wirklich tipptopp. Genau. Ich zeige euch ja immer so ein bisschen meine Lieblingsprodukte bei Karls. Und ihr hört bestimmt im Hintergrund, habt ihr ein bisschen gehört, werden die Bonbons gemacht. Ich zeige euch mal einmal das TikTok, was wir dazu gemacht haben. Es gibt nämlich so schöne Aufnahmen aus der Bonbon-Manufaktur, wie die hergestellt werden. Und nebenbei werde ich schon mal meinen Lieblingsbonbon naschen. Und zwar gibt es in dem Fruchtmix, kennt ihr bestimmt schon, da gibt es ja ganz viele Sorten in unserem Fruchtmix. Ich habe ihn euch auch in den Warenkorb gepackt, damit ihr euch vielleicht den Fruchtmix auch einmal bestellen könnt. Da gibt es diese grünen, das ist Apfel. Und ich liebe die Apfelbonbons. Den Sauermix habe ich euch auch dazu getan, weil ich liebe auch saure Süßigkeiten. Und ich weiß gar nicht, welche Sorten da drin sind. Den Sauermix muss ich auch mal ein bisschen naschen. Ich habe jetzt nur den Fruchtmix hier bei mir im Büro. Sind auch schon ein paar weg. Und da nehme ich mir immer, ja, jetzt finde ich gar keinen mehr. Dann nehme ich jetzt mal Blaubeer. Genau, da suche ich mir immer die Apfelbonbons raus. Und ich möchte euch einmal zeigen, wie das bei uns in der Bonbon-Manufaktur aussieht. Und da habe ich dieses TikTok einmal gemacht. Wird die Masse quasi immer über den Haken gezogen. Da wird beides zusammengepackt, da wird wahrscheinlich gerade Erdbeersahne-Bonbons gemacht. Und dann muss die Masse natürlich langgezogen werden. Genau, die wird dann ganz lang gezogen, dann werden da so eine Stangen draus gemacht. Und das ist kein Zeitraffer, die schneiden die Bonbons wirklich so schnell. Da wurde extra sogar Zeitlupe rübergelegt. Genau, also das war kein Zeitraffer, was ihr da gerade gesehen habt. Die Bonbons werden wirklich so schnell geschnitten. Und da wurde sogar extra Zeitlupe einmal rüber gemacht, damit man das sieht. Schreibt mir mal rein, was sind eure Lieblingsbonbons von Karls? Also ich weiß, bei TikTok schreiben mir ganz viele, dass sie die Bonbons von Karls lieben. Also meine sind, wie gesagt, die Apfelbonbons im Fruchtmix. Und ihr könnt mir mal reinschreiben, was sind eure Lieblingsbonbons. Vielleicht muss ich da auch nochmal den einen oder anderen probieren, wenn ihr mir hier eine Sorte empfehlt. Ich bin ja immer noch dabei, mich so ein bisschen durch alles durchzuprobieren. Bin ja noch nicht so lange hier. Und es ist einfach so viel. Gestern habe ich zum Beispiel mit der Antje in der Show Melonenbonbons probiert und es war eine Wassermelone, wirklich eine Wassermelone im Mund in Form eines Bonbons. Also ganz krass, was die hier immer so fabrizieren. Genau, schreibt mir gerne mal rein, welche Bonbons ihr
am liebsten mögt. Niki schreibt schon, Mango-Frühling sind die besten. Genau, Frühlingsbonbons haben wir mit Mango-Geschmack. Und der Fruchtmix habe ich vorhin mal nachgeschaut. Der kostet nur 2 Euro. Das fand ich richtig toll. Der Sauermix 2,50 für dieses Glas. Und wenn ich genug bekommen kann von den Fruchtmix-Bonbons, wir haben auch ein Vorratsglas mit sage und schreibe 700 Gramm drin. Das bekommt ihr für 12,50 Euro im Online-Shop. Also unschlagbar. Genau. Bevor ich es vergesse, wir bekommen immer ganz viele Fragen, was dann überhaupt offen ist. Ob wir offen haben, also ob ihr vorbeikommen könnt, die Uhrzeiten logischerweise, welche Bereiche offen sind. Und das wollte ich euch noch einmal erzählen. Ihr könnt ja noch einmal reinschreiben, an welchem Standort ihr am liebsten vorbeischaut. Also ist es so, unsere Bauernmärkte haben alle Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Da könnt ihr auch ohne Termin einkaufen, weil wir auch Waren des täglichen Bedarfs verkaufen. Also wir verkaufen ja Lebensmittel. Und am Wochenende haben die von 8 bis 19 Uhr auf, also eine Stunde länger. Bloß in Warnsdorf ist nach wie vor sonntags geschlossen. Auch unsere Isswurststände an den Standorten, die sind meistens zum Beispiel neben dem Haupteingang, die haben auch geöffnet. Und zwar immer von 11 Uhr bis 17 Uhr, durchgängig die Woche. Und in Rövershagen haben wir noch den Treckergrill. Den gehen wir bestimmt nachher gleich wieder Mittagessen. Der hat von 11 bis 19 Uhr auf und Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr. Also Montag bis Donnerstag und Sonntag 11 bis 19 Uhr und Freitag und Samstag 11 bis 20 Uhr. Da könnt ihr eine halbe Stunde vorher anrufen und euch dann zum Beispiel euren Burger oder euer Schnitzel, wir essen am liebsten Wedges, dort abholen. Also wir essen echt voll gerne die Kartoffelecken da mit Sour Cream. Diejenigen unter euch, die vielleicht schon mal am Treckergrill waren, ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, was ihr am liebsten da esst oder beim Isswurststand. Beim Isswurststand bekommt ihr Bratwurst, Currywurst und Pommes und natürlich auch ein paar Getränke. Das alles ist to go, das heißt, ihr müsst entweder 50 Meter weit weggehen oder ihr nehmt es einfach mit nach Hause oder esst es im Auto unterwegs. Genau, Maria fragt gerade, ist denn Ostern auf? Also am 1. April, also diese Osterruhetage, die wurden ja jetzt gerade gekippt. Das heißt, wir haben auch am 1. April auf jeden Fall auf. Ich muss noch mal genau nachfragen. Also meine letzte Info war, dass wir regulär geöffnet haben. Also sprich Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und das Wochenende 8 bis 19 Uhr. Aber da müsste ich mich noch mal informieren. Und dann machen wir euch bei Facebook und Instagram einen Post dazu, wie wir Sonntag, Ostern geöffnet haben, nicht Sonntag. Genau. Das ist eine sehr gute Frage, die habe ich vorhin auch gestellt, müsste ich aber nochmal absprechen. Genau. Wer guckt denn von euch über die Karls-App? Also ich habe ja vorhin noch reingeschaut, ob Antje schon fertig ist mit ihrer Show, damit ich quasi starten kann. Ihr könnt ja in unserer App die Live-Show sehen. Also ich finde das super praktisch. Muss man nicht mal auf karls.de gehen und dann die Live-Kachel suchen. Sondern man kann sich sogar benachrichtigen lassen für seine Lieblingsshow. Also ich mache das immer. Ich zeige euch das mal. Denn heute ist ganz, ganz viel los bei Karls Live. Und wenn ich jetzt den Ton leise mache. Also hier oben seht ihr dann die Live-Show. Und dann seht ihr hier das Live-Show-Programm. Also heute ist ja Lauras Woche dran. Morgen ist dann Christine dran. Morgen um 18 Uhr ist Roberts Manufaktur und Robert ist mit euch im Online-Shop und zeigt euch, wie die Pakete gepackt werden. Also er wirft quasi auch einen Blick hinter die Kulissen, wie bei uns im Online-Shop alles handgepackt und mit Liebe verpackt wird und wie so eine Bestellung halt abläuft. Ne? Niki sagt gerade, auf meinem Tablet geht die App nicht. Ja, eine Tablet-Version, da arbeiten wir gerade noch dran. Ist jetzt gerade für Smartphones ausgelegt. Genau, also morgen, wenn euch das mal interessiert, wie es im Online-Shop aussieht, könnt ihr gerne Roberts Manufaktur einschalten und dann kann man sich nämlich hier unten eine Glocke setzen und dann steht da, du wirst erinnert. Ist ein bisschen unscharf gerade. Genau, du wirst erinnert steht dann da. Und dann verpasst ihr auf jeden Fall die Live-Shows nicht.
Und genau, kriege dann eine halbe Stunde vorher und zum Start der Live-Show einfach eine Push-Notification. Die müsst ihr natürlich dann noch einschalten. Aber ich finde es super praktisch, weil dann klickt man einfach auf die Push-Notification drauf und dann ist man direkt in der Show. Genau, dann sehen wir auch hier Nadine. Ist Samstag um 16 Uhr wieder dran. Ne? Und die zeigt euch Bastelideen mit Eierverpackung. Also Ostern ist ja dann die Woche drauf schon. Und für diejenigen, die dann mit ihren Kindern zum Beispiel Eier bemalen und dann die Verpackung übrig haben und nicht wissen, was sollen die dann machen, Nadine hat ganz tolle Ideen dafür, was ihr damit machen könnt. Und was ich auch gerne gucke, ist die Wohnprinz-Show. Und der Basti zeigt euch am Sonntag rosa Deko, beziehungsweise rosa auch Geschirr. Jetzt wird es ein bisschen laut gerade. Ich hoffe, ihr versteht mich noch. Das muss ich meiner Mama auf jeden Fall empfehlen, die Show zu gucken. Die steht nämlich richtig doll auf rosa. Jetzt wird es immer noch lauter. Life is life. Genau, also wenn ihr zum Beispiel Fan von rosa Deko seid oder gerne so rosa Geschirr und sowas mögt, dann müsst ihr Sonntag einschalten bei Basti. Also da setze ich mir auf jeden Fall auch schon mal die Erinnerung und dann werde ich am Sonntag um 18 Uhr zu Bastis Wohnprint-Show quasi erinnert. Genau, das ist das Wort. Diese Woche Montag hatten wir auch die erste Ausgabe von Essen bei Karls und da war Robert Krohn, unser Manufakturenchef, im Treckergrill. Also für diejenigen, die noch nicht im Treckergrill waren und vielleicht dort auch mal was essen wollen, guckt euch die Show gerne an. Die findet ihr in unserer Mediathek auf YouTube oder auf karls.de. Da kriegt ihr auf jeden Fall richtig Appetit auf die Burger und die Salate, die da gemacht werden. Und das kommt jetzt immer alle 14 Tage im Wechsel mit Übernachten bei Karls. Und ich weiß, dass ganz viele von euch Fan von unserem Felix sind, der ja immer die Übernachten bei Karls Shows macht. Und ich glaube, es geht Montag geht es in die Lauben. Genau, und Felix hat auf jeden Fall immer einen Buchungscode für euch. Da bekommt ihr dann immer entweder was Tolles auf euer Zimmer oder viel Preisnachlass. Und alle, die eine Jahreskarte haben, kriegen sowieso 10% Preisvorteil auf den Übernachtungspreis. Genau, das ist so mein Highlight bzw. mein Ausblick für die nächste Woche. Heute, habe ich ja schon gesagt, geht es auch noch ganz bunt weiter. Und zwar ist Steffi heute zweimal zu sehen. Um 16 Uhr hat sie nämlich eine Sondersendung. Und da hat sie ganz, ganz, ganz süße Gäste bei. Sie macht eine Kindermodenschau und hat ein paar Kinder der Karlsianer gefragt, ob die Lust haben, Model zu sein. Und stellt euch wirklich ganz zuckersüße Kinderkleidung vor für Jungs und für Mädchen. 16 bis 17 Uhr geht die Show. Und im Anschluss um 18 Uhr macht sie ganz normal wie immer auch Steffis Einkaufsbummel. Und da hat sie auch eine neue Kollektion an Geschirr mitgebracht. Die ist wirklich wunderschön. Es ist in Wildblumenoptik alles und Gravurbecher hat sie auch, die sind auch ganz neu. Das hat unsere Grafikerin Nele, die Möwen darauf gezeichnet. Also ganz, ganz neue Becher und eine neue Kollektion. Genau, 18 Uhr geht's da los. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr bei mir wieder zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr guckt dann auch noch die anderen Shows, die so kommen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ihr euch ganz einfach benachrichtigen lassen könnt in der Karls-App. Ladet sie auf jeden Fall direkt runter. Und ganz zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Das wollte ich euch zum Ende zeigen, damit ihr mir nicht alle abhaut hier aus der Show. Und zwar können wir wieder, also es wird wieder eine Abstimmung gerade, es gibt gerade wieder eine Abstimmung für die Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Letztes Jahr sind wir auf Platz 12 gelandet und unser großes Ziel ist, unter die Top 10 zu kommen. Und dafür brauchen wir einmal eure Hilfe. Das habe ich vorhin schon einmal in unsere Story gepackt. Das zeige ich euch einmal, wie das geht. Ihr geht einfach auf die Instagram-Seite von Karls. Ganz einfach. Dann geht ihr oben in die Story. Und dann seht ihr diese Story, wo groß Top 100 steht. Gibt es auch einen kleinen Erklärtext zu. Da müsst ihr einfach einmal nach oben wischen und dann seid ihr auf dieser Seite für die Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Da scrollt ihr einfach einmal runter
Genau, da ist Deutschland schon eingegeben und dann kann man hier aus den Top 100 Sehenswürdigkeiten wählen und an Platz 22, ihr müsst einfach ein bisschen runterscrollen, findet ihr Karls Erlebnisdorf Rövershagen. Wenn ihr das anklickt, dann müsst ihr einmal eure E-Mail-Adresse eingeben und dann nur noch diese E-Mail, die ihr dann bekommt, bestätigen und dann habt ihr eine Stimme für uns abgegeben. Das könnt ihr auch mit mehreren E-Mail-Adressen machen, also teilt es ruhig an eure Freunde und Familie. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Das dauert wirklich nur eine Minute. Genau, das war noch mein Wort zum Abschluss. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle zugeschaut habt heute. Nächste Woche Donnerstag geht es mit dem April-Scherz. Mal gucken. Weiter heute noch Steffis Kindermodenschau um 16 Uhr und dann um 18 Uhr Steffis Einkaufsbummel. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und viel Spaß. Bis dann.